Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem neuen Angezockt, Angespielt. Ich muss noch gucken, was wir daraus machen werden. Oder ob es ein Let's Play wird. Keine Ahnung, entscheidet selber. Intro the Breach. Von dem Macher von FTL, das, also Fast as Light, das Nachfolgespiel Intro the Breach. Es geht, ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen rumgehört, was das Spiel überhaupt ist. Hat das schon ein bisschen länger auf meiner Liste gehabt. Und es geht in diesem Spiel darum, dass die Welt zerstört worden ist von Insekten. Und wir hier mit diesem Mechs die Welt davor bewahren müssen. Oder die Welt wieder retten müssen, säubern müssen von diesen Dingern. Es gibt eine kleine Nebenstory, so wie ich mir gekriegt habe. Oder eine Story mit da drinne. Die geht in das Spiel mit rein. Genauso ist dieses Spiel ein hohes Wiederdurchspielwert. Also man sollte es immer wieder neu durchspielen. Das ist so die prinzipielle Idee des Spiels. Dass man nicht nur einmal einen Durchgang macht, einen Run macht. Das Spiel fertig macht, sondern dass man immer wieder einen neuen Run macht, um neue Sachen, neue Objekte, neue Gegenstände, neuen Kram in diesem Spiel freizuschalten. Sehr interessant. Weil es gibt nämlich auch manche Eigenschaften oder manche, es gibt so Bonusmissionen oder Ziele in so einer Mission. Manche kannst du schaffen, manche kannst du aber auch wirklich überhaupt gar nicht schaffen. So, wir gucken uns das Spiel einfach mal an. Ist aber komplett auf Englisch, muss ich da schon mal gleich sagen. Humanity destroyed. Weg. Weg, das sind diese Dinger. Mission failed. Open the breach. Time to go back and try again. Genau, open the breach. Time traveler. Und das Spiel schmeißt dann einfach mal so fett rein. Also ohne großartig irgendwelche Intros oder sowas alles. Nö, gar nichts. Du wirst einfach so mit einem Arschtritt mitten in dieses Spiel reingeworfen. Ich werde das mal leicht spielen, weil ich habe keine Ahnung, was dabei ist. Ich habe echt überhaupt gar keine Ahnung, was da los ist. Wir können hier, das sind unsere Mechs, da können wir die Farbe verändern. Das können wir zum Beispiel freischalten. Wir können den Mech umbenennen. Wir können, hier sehen wir die Waffen des Mechs, Health und hast du nicht alles gesehen. Wir können später auch die Ausrüstung des Mechs ändern. Wir können verschiedene Typen bekommen. Hier haben wir zum Beispiel eine Cannon. Da sehen wir auch mal, was die kann. Und hier haben wir eine Artillerie. Eine Artillerie, da kann man auch gucken, was die so ganz genau kann. Macht einen Damage. Das Ding, glaube ich, macht gerade den höchsten Damage. Muss aber auch im nächsten Run diese beiden arbeiten von der Feldstruktur her. Also alles, was oben, unten, links, rechts ist, in dem Feldbereich her, kann angegriffen werden. Alles, was schräg ist, nicht. Okay, dann haben wir noch Time Traveler. Wir können natürlich nachher verschiedene Traveler noch aussuchen, aber ja, ihr seht schon, da ist der wieder Spielspaß wert. Doch gut, oder? Geht schon mal richtig los. So, prozentuale Punkte. Wir können auch das Squad changen. Ja, viel Spaß beim erster was bekommen. Ne? Also später können wir hier richtig... Durch die Coins, die müssen wir nicht kaufen. Das ist keine Ingame, das ist eine Ingame-Währung. Die kriegen wir pro bestandene Ausrüstung und sowas alles. Bekommen wir Coins dazu und können hier unsere Mechs bekommen und aufrüsten oder bessere Mechs auch bekommen. Gute Sache. Außerdem steigen die, glaube ich, auch im Rang auf. Also 55 brauchen wir schon mal. Sehr schön. So, wir starten schon mal ein neues Game. Einfach auf Start, da werden die Dinge einfach runtergelassen. Yay! Und los geht's. Das ist die Weltkarte. Ja, keine Weltkarte, aber immerhin groß genug. Jetzt haben wir vollgelabert. So. Und in dieses Gebiet dürfen wir nicht, in dieses Gebiet dürfen wir nicht und in dieses Gebiet dürfen wir nicht. Aber in dieses Gebiet dürfen wir und da fangen wir auch erstmal direkt an. So. Wir haben von The Future... Blablabla. Naja, die Vex, das sind halt diese Insekten, die sie da bekommen. Und da give you a tour to the old earth relics. Alles klar, also diese... Wir sind von der alten Welt und sind zurückgesprungen in die neue Welt. So, wir kriegen natürlich erstmal... wir starten einfach mal mit der Simulation. Komm, wir wollen das Spiel ja auch mal ein bisschen kennenlernen. So, das Spiel ist so ein bisschen... Es ist zwar totaler Oldschool, was hier an Grafik-Engine... Also erwartet hier kein Grafikfeuerwerk, aber erwartet ein sehr interessantes, rundenstrategisches, gutes kleines Meisterwerk. So, wir haben die Power Grid. Die Power Grid, das sind hier diese Häuser. Hier geben uns Power Grid. Wenn die auf Null fallen, ist alles vorbei. Na, das heißt also, wir sollten mal verhindern, dass diese kleinen, dicken, fetten, kleinen Bugs hier unsere Einheiten angreifen. Wir können gucken, was der Enemy, was jeder... Also in jeder Runde, wenn wir abschießen,
Können wir sehen, was der Gegner plant. Hier zum Beispiel plant der Gegner einen Angriff auf dieses Gebäude. Und da sind Zivilisten drin. Ich weiß gar nicht, warum da Strombar ist. Ich meine, da sind Menschen drin, die sterben dann einfach. Keine Ahnung. So. Und wir können... So, wir müssen erstmal versuchen, dass dieses Vieh da nicht mehr drauf angreifen wird. Jetzt haben wir unser Mech-Combat bekommen. So, den können wir in jeder Runde in diese bestimmten Felder ziehen und angreifen lassen. So, uns wird empfohlen, hier hinzugehen. So, und jetzt haben wir immer noch eine Angriffsaktion zu verfügbar. Das heißt also, wir können unseren Gegner hier einmal schlagen, wie ich das mitbekommen habe. So, und das heißt, wir wollen ihn jetzt erstmal da wegputschen. Also hauen wir ihm was auf die Fresse. Jetzt kommt was Interessantes. Wir haben den Gegner also von hier aus weggeschubst. Er kann hier also dieses Feld nicht mehr angreifen, wird aber trotzdem in seiner nächsten Runde einen Angriff durchführen. Bedenke das. Also wenn wir nachher hier wirklich das Spiel richtig spielen, müssen wir immer daran bedenken, dass der Gegner trotz all dem, dass wir ihn jetzt weggeschubst haben, einen auf den Fresse gehauen haben, trotzdem den nächsten Angriff in der nächsten Runde genauso starten wird, wie er jetzt ist. Das heißt, er wird in der nächsten Runde diesen Berg angreifen. So, und hier wird es auch nochmal erklärt mit der Weapon Pushing Damage. Also es geht ja mal das Gepusche, man sieht, in welche Richtung er gepusht wird. Dann gibt es den Damage-Schaden, den er dafür bekommt. Hier in diesem Fall wäre es 1 plus Push und Damage-Schaden. Das wäre also in unserem Fall das, was wir gerade gemacht haben. Wir haben ihn jetzt gepusht und wir haben gleichzeitig auch Damage-Schaden verteilt. Und das nicht gerade wenig, der kleine Freund freut sich gerade. So, wir müssen aber jetzt unseren Turn beenden. Jetzt hat der Gegner den Turn. Und er greift den Berg an. Weil ja das eigentlich seine vorherige Zielergebung war. Mhm. So, weiter geht das Spielchen. Also, ihr habt gesehen, ein neuer Feind ist aus dem Boden heraufgekommen. Diese Viecher kommen auch immer aus dem Boden. Und dieser Feind hat als nächstes nicht mehr vor, unsere Dinge anzugreifen, sondern unser Mech selber anzugreifen. Hier haben wir den Tank. Der Tank ist dafür da, der schießt mal eben schnell auf so welche, auf lang. Er kann auf lang auf die Gegner feuern. Das heißt aber nur in seinen Radius so, so, so und so. Also alles, was er hier sieht, das wäre jetzt zum Beispiel hier, könnte er nicht einfach drauf schießen, das geht nicht. Der befindet sich nicht in diesen Long Range Radius. Das heißt, wenn ich den jetzt die Unit nach hier setze und seine Cannon auswähle, kann ich aus dieser Range, ihr seht hier selber, die Range-Bereichweitung hat auch begrenzt, kann ich dieses Tier jetzt anschießen. Und ich habe es getötet. Genauso kann ich jetzt den nächsten Einsatz planen, indem ich ihn nehme, hier vorne hinsetze und den kleinen dicken Rammler einen nochmal mitgebe. Tot ist er. So. End turn, bitte. Aber ist geil. Ist wirklich geil. So, es kommen erstmal drei Viecher auf uns zu. Und jetzt kommt die letzte Einheitswaffe. Okay. Der Gegner hat geturnt, hat gesagt, okay, wisst ihr was, ich mache jetzt das. Ja. Erkläre ich euch alles. Das Vieh soll das angreifen, das Vieh soll das angreifen, der soll mir ein paar aufs Fressbrett hauen. Jetzt haben wir die letzte Einheit, die wir bisher haben bekommen. Das ist die Artillerie. Die Artillerie ist schon gar nicht mal so schlecht, weil sie pusht und macht Damage. Aber sie macht nur ein Damage und pusht einen Gegner jeweils ein Feld weit. Also so wie das Ding hier. Nur das Besondere daran ist, die Artillerie kann in jeden Range-Radius schießen. Das heißt, die kann ich jetzt hier hinstellen und kann sie auswählen. Und ihr seht, die Artillerie hat ein bestimmtes Range-Radius frei und kann anders schießen. Ne? So. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich dropp mal hier einen drauf, fliegen die beiden kleinen Scheißer ins Wasser und sterben. Ja, die Käfer haben nie gelernt zu schwimmen und sind deswegen gestorben. So, jetzt hat er aber trotzdem noch einen frei. Klopp ich diesen Mistvieh doch mal eins auf die Fresse und dann war's das. Wave erledigt. Also eigentlich nicht schwer. Wir können jetzt noch einen Endturn machen. Ich werde auch noch einen Endturn machen. Ich werde meinen hier hinsetzen. Und ja. Durchgehen lassen. So, was kommt jetzt alles angewackelt? Da muss ich jetzt erstmal drauf achten. Die Viecher bewegen sich auch. Die stehen nicht nur einfach doof rum. Nein, die werden sich auch mal bewegen. Jetzt sieht man zum Beispiel mal. So, jetzt muss ich nachdenken. Der steht hier. Der greift mich an. Jetzt kommt das Denke-Denke-Mal-Prinzip. Jetzt muss man echt nachdenken. Wir wissen, diese zwei haben eine... Die planen jetzt da gerade den Angriff drauf. Interessant.
So, er greift mich an. Die Artillerie wird angegriffen von da. Okay. Nachdenken. Also, die Artillerie wird hierüber angegriffen. Das heißt, wenn ich aufpasse, gibt es hier Damage. Er kriegt hier einen auf den Sack. Wenn ich meine Unit... Dann kriege ich die aber nicht mehr runter. Das geht auch ein bisschen schlecht. Ich muss ein bisschen nachdenken. Bam, bam, bam. Jetzt könnte man nicht langsam der Part zum Einsatz denken, mein Freund. Denken. Wir könnten auch die Unit hier hinsetzen. Und einen Schritt nach da machen. So wird diese Unit nicht mehr angreifen, den Berg an, und die geht nach da. Schon mal ganz angenehm. So, den... Okay, da habe ich auch eine Idee. Da machen wir das so. Den nehme ich und hau dieser fetten Fressbiene eine auf den Sack. Die ziehe ich nach da. Ich glaube, der Radius müsste doch passen, oder? Wartet mal, lass mich mal... Ne, ich kann jetzt nicht machen. Scheißegal. Könnte ich darauf feiern, schade. Wie machen wir das mit der? Können wir nicht hier irgendwie... Da würden wir die Stadt mit erwischen, das wäre total doof. Schade. Na gut. Kannst du denn da unten hintreffen? Warte mal, removen wir mal. Wir dürfen übrigens, weil wir auf Easy spielen, so oft removen, wie wir wollen. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Der würde dann nach da geschoben werden. Wenn ich den jetzt einen Hit verpasse... Verpasse ich den Hit? Oder verpasse ich den Hit? Den verpasse ich meinen Hit. So. Dann können wir die End-Turn machen und keine von unseren Sachen wird verletzt. Genauso wird auch kein Stützpunkt gerade verletzt. Sehr schön. Tja, dann mach mal. So, ja, Complete Heat Mission. Wir haben 4 Runden Zeit. Entweder wir kriegen den Victory Turn in 4 Runden. Das ist auch noch so eine Sache. Oder wir erledigen vorher alle Gegner. Das ist jetzt die Idee an diesem Spiel. Entweder wir schaffen es vorher, alle Gegner zu erledigen, die in dieser Wave kommen werden. Oder wir überleben jetzt in 4 Turns. Also wenn jetzt die 4 Turns vorbei sind, egal ob Gegner auf dem Feld stehen oder nicht, überleben wir das Thema auch und wir gewinnen auch automatisch. Mhm. So, das will er mir jetzt gerade mit ansagen. So, und hier ist aber ein Bonus. Wenn wir alle Gegner töten, bevor die 4 Runden um sind, bekommen wir einen Bonus. Das meinte ich vorhin mit Bonus. So, er rotzt daneben. Er rotzt den Berg an. Er stechelt daneben. Tja. Er überlegt sich jetzt, dahin zu ballern. Er überlegt sich, dahin zu ballern. Der geht nach da. Er will mich jetzt tagen. Hm, finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt überlege ich gerade mal... Wenn ich den jetzt da reinhaue, haue ich das weg. Das wäre keine so gute Idee. Da mir der aber als erstes auf den Sack geht, bringe ich den hier hin, haue dem mal eine rein und das Vieh stirbt. So, als nächstes. Zeigt mir mal ganz kurz an. Ich jetzt den wieder ein... Oh, das wäre natürlich... Oh, das wäre richtig geil. Ich werde das anders machen. Ich werde diese Kanone den Schuss ermöglichen und darauf schießen. Und ist er jetzt tot? Ne, er hat noch einen Balken frei. Und ende den Turn, ja. Die beiden Gegner werden sich jetzt gegenseitig anballern in der nächsten Runde. Das war total lustig, weil die einfach so doof sind und wieder sich angeballert haben. So, jetzt haben wir das gegnerische Feld frei. Wir brauchen aber nicht mehr viel machen, außer ihnen nur mal einen kleinen Hit verpassen. Und ab ins Wasser. Gewonnen. Wir haben alle Enemies getötet in 2 Runden. Das war aber nur das Tutorial. Ja, ja, brauchen wir nichts mehr. So. Erledigt. Victorious, yes! We are so fucking great! So, wir haben 500 Zivilisten geschützt. Also alle. Wir haben alle Leute getötet. Und wir sind eine Runde weiter. Oder wir haben einmal es weiter geschafft. So. Jetzt wird nochmal was über die Power, Damage Power Grid erzählt. Damage Power Grid. Ihr habt ja gesehen, wir haben ja so eine Power Line. Das heißt, jedes Mal, wenn die irgendwas kaputt machen, wird uns eine Power Line abgezogen. Wenn das Ding unten ist, dann haben wir verloren. The take in the mission to receive. Also wir müssen das mit einer Mission immer wieder zu holen, um es zu receiven. Hier zum Beispiel kommen wir in eine Power Line. Protect the Power Line Generator. Und hier haben wir Air Support. Oh cool, wir kriegen hier Air Support. Und hier würden wir Destroy the Dam, hier würden wir Bonuspunkte bekommen. Die brauchen wir dann, um neue Einheiten zu kaufen. Und wie ich mich dann hier entscheide, weiterzumachen,
Das sehen wir dann hier beim nächsten Mal, hier bei Interval B Breach Part 2. Haut rein und bis dann!